Bist du eigentlich ein visionärer Mensch? Und was ist das eigentlich genau, eine Vision? Wenn du dich damit mal kurz beschäftigst, dann gibt es da verschiedene Antworten auf diese Frage. Ganz allgemein und positiv gesprochen ist eine Vision ein wünschenswerter Zustand in der Zukunft. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch andere Interpretationen. Eine Vision kann auch eine optische Halluzination sein. Naja, und den berühmtesten Spruch über Visionen, den hast du bestimmt auch schon gehört. Man sagt, dass Helmut Schmidt das gesagt hat: Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Mal abgesehen von all diesen verschiedenen Definitionen, bist du eigentlich gut darin, Visionen zu entwickeln? Bist du ein visionärer Denker? Kannst du dir bisher nicht existierende Dinge gut vorstellen? Ich habe die Frage schon verschiedenen Menschen gestellt und die allermeisten Menschen empfinden sich selber als nicht besonders kreativ, nicht besonders visionär und sie finden das meistens schade, denn natürlich wünschen wir uns, dass wir kreativ und visionär denken können. Die allermeisten Menschen wären gerne visionärer, als sie sind. Naja, und dann kommt natürlich die nächste Frage, okay, wenn wir uns das wünschen, ist das eigentlich ein angeborenes Talent? Visionär zu sein? Hat man das oder hat man das nicht? Oder ist das eine Fähigkeit? Ist das etwas, was wir erlernen, was wir also auch trainieren können? Ich behaupte, wir können das trainieren. Es lohnt sich, die eigenen visionären Fähigkeiten zu trainieren, denn wenn wir eine große Vorstellungskraft haben, wenn wir in unserem Denken uns sehr viele unterschiedliche Bilder ausmalen können, ja, dann haben wir auch die Möglichkeit, Szenarien für uns, für unser Leben, für unseren Job, für Probleme, für Fragestellungen zu entwickeln, auf die wir, wenn wir nicht so groß und so bunt und so visionär denken können, auf die wir sonst gar nicht kommen würden. Es lohnt sich also, das visionäre Denken zu trainieren. Und das geht genau so. Ich habe drei verschiedene Möglichkeiten für dieses Training. Erstens bildlich. Mal dir Dinge aus. Überlege dir in Farben, in Formen, was für Dinge könntest du dir alles bildlich vorstellen. Nichts ist zu verrückt, um nicht als Bild vor deinem inneren Auge zu entstehen. Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel dazu. Als ich mein Buchprojekt gestartet habe, da hatte ich natürlich ganz viele Bilder im Kopf und ich habe die sehr konkret ausgemalt. Natürlich, ne, wie sieht das Buch aus und wie, ne, kommt es daher und wie sieht der Pirat aus, der auf dem Buch ist und alles das. Ich habe mir aber auch den Raum vorgestellt, den ich sehe, mit 100 Leuten, die zu meiner ersten Lesung kommen. Ich habe mir genau überlegt, wie sitzen die, wie ist das dann, was habe ich an. Also ich habe dieses Bild für mich sehr klar und konkret entworfen. Und da hatte ich noch gar nicht angefangen, das Buch zu schreiben. Nach dem Bildlichen, ne, Schritt Nummer 1, kommt Schritt Nummer 2, das Emotionale. Du kannst auch emotionale Visionen entwickeln. Wie würde ich mich in der oder der Situation fühlen? Was würde da in mir aufsteigen? Wo sind denn meine Gänsehautmomente? Auch da gibt es natürlich für eine Buchautorin ganz klassisch, ne, so dieser emotionale Moment, wenn ich das Buch das erste Mal gedruckt in meiner Hand halte, wenn ich den Kugelschreiber habe und dann signieren kann und das Buch weitergeben kann. Wie fühlt sich das an? Wie ist dieser Moment für mich? Ist das reine Freude? Ist das Stolz? Was ist das genau? Dankbarkeit, Demut? Das kannst du dir emotional ausmalen. Dritter Punkt, wie ich eine Vision entwickeln kann, ist natürlich schriftlich. Ich kann Ideen aufschreiben. Ich kann mir Dinge ausmalen und die verschriftlichen und dadurch für mich festhalten. Das heißt, in einem Tagebuch, in einem Journal, auf einem Schmierzettel, schreib dir Dinge auf, die du dir irgendwie vorstellen kannst. Ich habe dazu im Coaching eine sehr schöne, einfache Übung und ich nenne das die Wäre-es-nicht-cool-wenn-Liste. Also nimmst ein Blatt Papier, egal, kann irgendein Schmierzettel sein, Wäre-es-nicht-cool-wenn, ... Und dann schreibst du einfach wild durcheinander Dinge auf, von denen du es cool finden würdest, wenn sie in deinem Leben passieren würden. Das ist die schriftliche Art und Weise, Visionen zu entwickeln. Also zusammengefasst, Training erstens bildlich, zweitens emotional, drittens schriftlich. Und du musst natürlich nicht der visionärste Mensch unter dem Himmel werden, aber du darfst an deiner Visionärskraft, an der Art und Weise, wie du Fantasien für dich entwickelst, an der darfst du gerne arbeiten, die darfst du gerne trainieren. Das lohnt sich, denn es gibt diesen wunderbaren Spruch, den eine Freundin von mir immer wieder benutzt: Was ich mir vorstelle, stellt sich mir vor.
Wenn du also kraftvolle, starke Visionen entwickelst, hast du eine gute Chance, dass ein Teil oder sogar alles davon irgendwann auch mal Wirklichkeit wird.